Schöne Grüße nach Deutschland. Ja, der erste Tag ist noch nicht vorbei, aber aus deutscher Sicht ist der erste Tag vorbei. Und man muss sagen, ja, vielleicht so ein bisschen geteilte Gefühle, aber es gab auch richtig Positives. Ja, Hühlergörger ist heute Morgen schon um 11 Uhr Ortszeit in zwei Sätzen gewonnen, 6-4, 6-4. Ja, sie ist etwas wie das, so eine Geheimfavoritin irgendwo. Sie hat Dark die letzten Horse. Dark Horse, also schwarzes Pferd würde ich jetzt nicht übersetzen, also du hast recht, Dark Horse. Die letzten Turniere, die sie gespielt hat, hat sie gewonnen. Ich glaube jetzt 18 Spiele in Folge oder 16 Spiele in Folge. War ein bisschen nervös heute, hat nicht ganz so frei gespielt. Das ist dann die andere Seite der Medaille, wenn man plötzlich zum Favoritenkreis gehört. Aber am Ende des Matches hat sie gewonnen, das ist entscheidend. Und gut serviert dann auch in wichtigen Phasen. Und Mona Bartel, also das freut uns unglaublich. Sie hat wieder mal ganz schwierige Zeiten gehabt, kam nicht so richtig in den Puschen. Und gegen Niculescu, weißt du, so Vorhand-Slice und so, die spielt richtig fies. Aber das hat die Mona echt solide gemacht, sie war mega glücklich danach. Ja, ich glaube, die Erinnerung auch an letztes Jahr hat sie sehr motiviert hier. Letztes Jahr in der Runde der letzten 16, eigentlich ihr Durchbruch in die Weltspitze, in die ersten 100 zumindest. Hatte wieder einige, nennen wir es mal Off-Court-Probleme, aber ich glaube, sie fühlt sich am wohlsten auf dem Tennisplatz und sie fühlt sich in Australien wohl. Seltsames Match von Herrn Kohlschreiber gegen einen Japaner, der ja lange weg vom Fenster war. Der war richtig schwer verletzt. Ja, der hat einen Kreuzbandriss gehabt, hat 6 Monate passieren müssen. Er ist sein zweites Turnier wieder zurück. Also auf dem Papier war Philipp Kohlschreiber der klare Favorit. Mhm. War auch ein komisches Ergebnis, so mal 6-0 verloren, 6-1 gewonnen, dann den 5. 6-2 verloren. Ich glaube für Philipp eine sehr enttäuschende Australienreise. Ja, war auch ein bisschen kränkelt, muss man jetzt mal sehen, was Richtung Davis Cup passiert. Dann wollen wir aber vor allen Dingen noch vermelden, dass eine Venus Williams gegen eine Belinda Bencic, die wir eben noch getroffen haben, die ist total glücklich, die Schweizerin, ganz liebes Mädel. Venus Williams hat verloren, also die Nummer 5 ist raus. Aber lass uns noch mal auf morgen gucken, denn da ist ja eine Menge gebacken. Rein deutsches Duell, Angie Kerber gegen Friedsam, auch die war lange weg mit der Schulter. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so ungefährlich, das Los, gerade wenn du so gespielt hast wie Angie. Was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Angie ist in dieses Jahr perfekt gestartet. Der Hopman Cup alle 4 Einzel gewonnen. Sydney das erste Turnier wieder seit langer Zeit gewonnen. Also in Topform. Aber gegen eine Deutsche ist dann immer problematisch. Da spielen die Nerven eine Rolle. Aber trotzdem, ich glaube, die Angie ist Favoritin. Favorit, so ein bisschen Richtung zweite Woche, ist vielleicht auch Sascha Zverev. Den haben wir so ein bisschen beim Training beobachtet. Wir sind nicht so sicher, wir zwei, ne? Ja, ich glaube, er auch nicht. Also die Ergebnisse jetzt in den letzten Wochen waren durchwachsen. Es gab viel Licht, aber es gab auch Schatten. Mhm. Die Trainingsspiele waren auch teilweise sehr gut und teilweise, ja, durchwachsen. Ja. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ich glaube, er brennt, er freut sich auf die erste Runde und er will ins Turnier starten. Um den Mischa Zverev, wir sehen ja noch viele Deutsche am Start, wir können jetzt nicht auf alle eingehen, da machen wir uns auch ein bisschen Sorgen. Der hat Probleme mit dem linken Arm, wurde aber heute vom Doc aus dem deutschen Lager, ja, Didi Wolter, wurde er untersucht und zumindest Entwarnung, ist keine Stressfraktur, er hat sich heute auch ein bisschen besser gefühlt, weil es wäre schade, er hat letztes Jahr unfassbar gespielt. Herr Murray träumt heute noch von dem Match gegen Mischa. Ja, auch, ich meine, man fängt das ja ungern mit einer Verletzung an. Die haben toll trainiert in Perth, haben sie uns erzählt. Und da willst du auch auf dem Turnier, wo du im Vorjahr im Viertelfinale warst, also der Durchbruch für ihn, Andy Murray geschlagen, da willst du zumindest fit in die erste Runde gehen. Und ich glaube, er ist fit genug, um das Match auch gut zu verstehen. Das nehmen wir so mit. Besten Dank. Schöne Grüße nach Deutschland. Wetter wird ja auch langsam besser.